Aber ich finde, jetzt haben wir eigentlich den perfekten Mix. Ich habe nur noch ein kleines Problem, dass ein Wort raussticht. Aber meine tauben Kollegen hören es nicht. Ich bin ja so froh, dass ich endlich mal. Ich habe so Sachen, das habe ich ja jeden Tag 20 Mal für Zeug. Ja. Ich will jetzt auch überhaupt nicht verteilt sein oder so. Ich hab's ja auch echt. Endlich. Dann sei's doch nicht! Endlich habe ich hier mal einen Zeugen. Ich meinte, ich wollte nicht nur aus Grießkram den Martin recht geben. Einfach nur. Weil ich natürlich, weißt du, dann sitzen hier zwei und er sagt, das ist doch total so, warum ist doch dreimal so laut da an der Stelle? Und ich sage, nee, ich nicht. Und hier, wir können es auch angucken, es ist nicht lauter, ist sogar leiser als die andere Stelle. Okay, wollen wir kann ich sagen. Und dann steht halt immer Aussage gegen Aussage, was soll ich sagen? Ja, gut. Oh, wirklich, du hörst es echt nicht. Also natürlich ist dieses Wort deutlich zu hören, aber ich höre nicht, dass es raussticht. Und ich hätte, wie gesagt, ich habe es dreimal darauf abgehört, und das einzige war eine andere Stelle, die ich im Verdacht hatte, dass er sagt, okay, da geht vielleicht gerade mal so die Stimme ein kleines Stück lauter, wobei wir haben die Stimme komprimiert gemalt. Das ist alles auf einer Ebene, das kann gar nicht rein messtechnisch in irgendeiner Form lauter sein als die anderen Stellen. Das kann sich nur weil sein, es nicht geht! Okay, bitte komm noch du mal vor, setz dich mal hier hin und wir hören es nochmal. Okay. Du meinst, aber die Sache ist, wenn man sich da so drauf spezialisiert, dann, also wenn man sich da jetzt konzentriert, dann kann man sich das auch einreden. Also wenn du jetzt vergleichen willst, welches Wort ist lauter, ist vielleicht ein bisschen lauter als das Wort davor, ein bisschen lauter als das Wort danach, aber es sticht nicht so raus, dass man das irgendwie ändern müsste. Okay, pass auf, wenn ihr die Platte kauft und findet, oh, das Wort ist viel zu laut. Ja? Wenn ich das hier wisst, dass ich nicht zu verantworten habe. Immer die Verantwortung abschieben. Dann fang doch an mit dem Weinen, wenn du so verzweifelt bist mit dem Weinen. Ja. Was geht, meine Freunde? Es ist 12:15 gleich. Am 30. Der Martin hat alle möglichen Plugins hoffentlich bis jetzt abgedatet. Lizenzen für 2009 und so. Ihr wisst, wie es läuft. Während ich noch am Verse für neu geschrieben habe und jetzt ins Studio fahre, nicht jedoch ohne euch zu zeigen, dass ich mich wirklich fühle wie vor 15 Jahren, so mit Platten ins Studio gehen, die man samplen will. Das hatte ich so echt schon lange nicht mehr, weil ich versuche, das so in größeren Sessions zu machen und eigentlich so alles, was ich von Platten jemals samplen wollte, irgendwie schon gesampelt ist. Aber das hier ist jetzt so eine spezielle Sache, die ich unbedingt in den Check haben will. Deshalb. Diese Platte ist noch aus einer Zeit, bevor ich Pen & Power auf die Platten geschrieben habe. Habe ich noch MP drauf geschrieben. Wahnsinn, oder? Ja, weiter.